Willkommen zurück. So, jetzt versuchen wir uns mal hier wieder rauszuschleichen. Ja, toll, passt natürlich. Kann man den aber klauen? Oh. Das war böse. Ich weiß gar nicht, wie hoch mein Karma im Moment ist. Aber einem Diebstahl will wohl keiner was sagen. Juhu! Und Boone hat nichts gesehen. Ich sorge für Deckung. Mir nach. So, wo soll ich noch hin? Ich bin noch unsichtbar, cool. Aufgaben. Mit Kess verhandeln. Wo soll das sein? Klingt mal hier. Ah, nimm mal unsichtbar. Also ihr solltet auf jeden Fall immer ein paar Stealth Boy dabei haben. Für so Aktionen wie gerade ist das eigentlich obergeil. Jetzt brauche ich bestimmt wieder Sprache. Ich hoffe, das reicht. McLafferty tritt schon wieder Ärsche. Passen Sie bloß auf. Willkommen zurück. Ich habe das Holoband der Waffenschieber. Die Waffenschieber haben einen Eindringling entdeckt. Daher werden Sie den Diebstahl wahrscheinlich bald bemerken. Dieser unglückliche Umstand wird wohl verhindern, dass wir die Baupläne umgehend einsetzen können, um Waffen herzustellen. Eine Schande. Auf Wiedersehen. War mir eine Freude. Hallo. Ja, bin ich nicht hier in der Karmesinroten irgendwas? Nordtor von Freeside. Dann suchen wir das mal. Oh, der kam wieder aus dem Boden. Ich brauche noch so wenig EP für ein Level Up und hier kommt einfach nichts. Hier sollte es irgendwo ein Tor sein. Ah, ein paar Jungs. Wie sieht's aus? In dieser Gegend müssen Sie vorsichtig sein. Naja, ab hier runter. Dass er nicht mal rennen kann, ey. Ich kann nur langsamer laufen. Ach, der Unhold.
Na. Lange dauert im Kreis. Hätte ich da hinten mal gespeichert, hätte ich laden können. Wie sieht's aus? Nur ich kann für Ihre Sicherheit sorgen. Freeside ist ein gefährliches Pflaster. Oh, hat er was zu der sagen? Gentleman und ich wollten uns gerade auf einen Preis einigen. Sie werden diesmal jemand anderen. Hallo, kann ich vielleicht Ihr Interesse an etwas Schutz wecken? Meine Dienste sind mit 100 Kronkorken sehr günstig zu erwerben. Eigentlich brauche ich nicht wirklich einen Leibwächter. Das würde ich nicht empfehlen, aber hoffentlich ändern Sie noch Ihre Meinung. Ich werde hier sein. Viel Glück. Anwerben müssen. Voll günstig. Ihre Sicherheit ist garantiert. Da müsste noch so eine Meta-Anzeige drauf sein. Erledigen Sie Ihre Einkäufe im Mick and Ralphs. Erledigen Sie Ihre Einkäufe im Mick and Ralphs, mein Herr. Freeside. Ist Ihnen das Glück hold? Finden Sie es raus im Atomic Wrangler. War die eine Scheißstimme? Besuchen Sie das Atomic Wrangler, wenn Sie ein wenig Spaß haben wollen. Laser, Plasma, Pistolen, Granaten. Wir haben alles im Silver Rush. Oh. Die Tür sieht gut aus. So, was sagt der Pfeil da drauf? Guten Morgen. Ah, der Typ. Ziehen Sie Leine, Sie verscheuchen mein Glück. Ich bin hier, um die Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses mit der kamelroten Karawane zu regeln. Scheiße, nein. Egal, was diese alte Zicke McLafferty meint. Mein Paps hat gesagt, ich könnte die Filiale in New Vegas übernehmen. Außerdem habe ich leichte Geldprobleme mit den Omertas. Woher soll ich Geld zum Zocken bekommen, wenn ich bei der kaminroten Karawane aufhöre? Dann spreche ich mal mit den Omertas. Was ist das? Omertas über sie. Außer sie wollen aufgeben. Als ob die überhaupt mit ihnen reden würden. Sie sind ein Niemand, ein Nichts. Ich bin Henry Jameson, verdammter Scheiß. Na, Sprache reicht wieder nicht. Wo sind wir bestechen? Vielleicht kommen wir ins Geschäft. Was wollen Sie von der kaminroten Karawane für eine Kündigung? Ich will, dass meine Schulden bei den Omertas abbezahlt werden. Und ich will so ein Abfindungspaket-Dingens. Ein großes. Falschen. Was? Auf keinen Fall. Die Omertas auszuzahlen geht klar, aber keine Kronkorken mehr. Pech gehabt. Das will ich. Sonst gehe ich nirgendwo hin. Mein Gott. Schon gut. Sind wir dann fertig? Auf Wiedersehen. Ja, was auch immer. Hallo. Willkommen im Atomic Wrangler. Was kann ich für Sie tun? Sieht aus wie die Ärztin im Krankenhaus. Matratzensport. Gibt es hier Arbeit, die erledigt werden müsste? Ich habe Arbeit für Sie. Bevor wir auf Kronkorken im Voraus bestanden haben, konnten Kunden bei uns anschreiben. Naja, Sie können sich denken, dass sich Kunden verdrückt haben, ohne zu bezahlen. Jemand muss die Schulden eintreiben. Dafür gibt es einen Anteil. Muss ich jemanden erschießen? Ich hätte nämlich wirklich Lust, jemanden zu erschießen.
Wäre nett, wenn Sie Leute mit Schulden nicht umlegen würden. Ist nicht so einfach, die einzutreiben bei Dahingeschiedenen. Sorgen Sie einfach dafür, dass Sie zahlen. Was danach mit den Nichtsnutzen geschieht, könnte mich kaum weniger interessieren. Okay, abgemacht. Oder Moment. Von wie vielen Kronkorken sprechen wir? Wenn Sie sämtliche Schulden eintreiben, kriegen Sie jeweils Ihren Anteil. 25% ist mehr als fair. Das wären 150 Kronkorken, wenn Sie alles beschaffen. Hey, ich erledige immerhin die ganze Arbeit. 50-50 und ich bin dabei. Gut, dann also 50-50. Aber wehe, Sie beschaffen nicht alle Kronkorken. Wenn wir erfahren, dass Sie uns geleimt haben, sind Sie selber fällig. Okay, abgemacht. Okay, es gibt 3 Leute, die gefunden werden müssen. Ein richtiger gemischter Obst. Level up. Ihre Namen sind Grex, Santiago und Lady Jane. Ich glaube, die haben jetzt im sonst noch etwas? Auftragslog. Und tschüss. Bis Level up. So, Moment. Wir nehmen erstmal Sprache. Auf 50. Durch die 2 rein. Reparieren und Dietrich. Oh, geil. Fangen wir unten an. Also meinst du an die West? Oh, ne. Stärke auf 10. Bringt mir sehr viel, wenn ich nicht auf. Nachtmensch, Arsch. Hier und jetzt auch kacke. Gegner im Kampf einen kritischen Treffer zuzufügen. Das hört sich schon mal nicht schlecht an. 5 Punkte Glück auf kritische Treffer. Kommando. Oh, hier hat einer geschellt. Das ist natürlich auch geil. Aber ich nehme erstmal Finesse. So, und jetzt überrede ich den. Sie schon wieder? Was wollen Sie jetzt? Sie haben also das Geld der Omertas noch nicht. Ich werde es Sie wissen lassen. Was? Nein, nein, warten Sie. Schauen Sie, ich brauche nur Zeit. Verpfeifen Sie mich nicht an die. Sie wollen, dass ich bei der kaminroten Karawane aufhöre? Gut, ich höre auf. Sagen Sie McLafferty, dass sie mich los ist. Sehr gut. War eine Kombo. Nur mal gucken, ob die Männchen hier wirklich drauf sind. Jo. Jetzt geh erstmal da runter. Eins nach dem anderen. Kampflos geben wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Komm schon, lauf! Lauf, Forrest, lauf! Boah. Obwohl, der Pfeil zeigt ja woanders hin, ne? Oder man nimmt einfach den Pfeil. Geht halt natürlich auch. Hey. Dann mache ich vor der Tür mal einen Cut und dann beenden wir die Mission im nächsten Part. Tschüss.